Noch vor wenigen Jahrzehnten hat man sich in das Zelt eines Wanderkinematografen begeben müssen, um Filme anzusehen. Film und Vorführungsapparat sind zusammen durch das Land gewandert. Seither sind in Stadt und Dorf Kinotheater gebaut worden. Heute wandern nur noch die Filme in vielen Kopien als Postpakete in Flugzeug und mit der Eisenbahn von Ort zu Ort. Aber auch dieses Wandern der Kopien nach jedem einzelnen der vielen Theater soll in Zukunft unterbleiben. Darum wird in den verschiedenen Ländern an der technischen Verwirklichung des Kinofernsehens gearbeitet. Hierbei hat sich ein bestimmter Weg klar abgezeichnet. Die Filme werden nur noch einer Spezialmaschine, dem sogenannten Fernsehfilmabtaster, zugeführt. Diese Maschine trennt, bildlich gesprochen, vorerst die Tonaufzeichnung und alles Überflüssige vom eigentlichen Bildstreifen ab. Der Tonstreifen durchläuft zur elektrischen Übertragung des Tones wie üblich den Tonkopf. Gleichzeitig wird der Bildstreifen verarbeitet. Der Fernsehfilmabtaster schneidet gleichsam jedes Einzelbild des Filmbandes in einzelne Zeilen, reiht die Zeilen Stück um Stück aneinander und durchleuchtet Punkt für Punkt den so entstandenen schmalen, aber langen Streifen. Er erzeugt vermittelst einer Fotozelle rasch aufeinanderfolgend in der Sekunde 6 Millionen elektrische Signale. Diese elektrischen Signale sind Helligkeitsmerkmale und bilden in ihrer Gesamtheit das Fernsehsignal. Das Fernsehsignal dient der Übertragung des lebenden Bildes auf elektrischem Wege, sei es über Spezialkabel oder sei es drahtlos, gleichzeitig an alle Kinotheater in Stadt und Land. In den Theatern werden Fernsehprojektoren aufgestellt. Die Projektoren haben zunächst die Aufgabe, die pro Sekunde im Fernsehsignal enthaltenen 6 Millionen Helligkeitsmerkmale erstens zu einzelnen Bildpunkten zu verarbeiten und zweitens die Bildpunkte zu 25 vollständigen Einzelbildern Zeile für Zeile zu ordnen. Beides löst das sogenannte Kathodenstrahlrohr mit einer nicht zu überbietenden Eleganz. Aus einer Glühkathode fliegen Elektronen, gerichtet wie Schrotkörner aus einer Flinte, jedoch als ununterbrochener, unsichtbarer Strahl in einen luftleer gepumpten Raum. Belegt man die der Glühkathode gegenüberliegende Glaswand mit einer fluoreszierenden Substanz, so wird der Querschnitt des Elektronenstrahls als leuchtender Fleck sichtbar. So wie wir alle einmal mit einem Brennglas ein Lichtbündel der Sonne eingefangen und damit ein optisches Bild der Sonne entworfen haben, erzeugt der Physiker mit Hilfe einer Magnetspule als elektronenoptische Linse das Bild der Glühkathode auf dem Fluoreszenzschirm. Kathodenstrahlen können durch elektrische und magnetische Kraftfelder abgelenkt werden, was wir hier an der Wanderung des Leuchtfleckens
auf dem Fluoreszenzschirm klar erkennen können. Werden die Kraftfelder durch sogenannte Kippgeräte gesteuert, so wird der Kathodenstrahl so geführt, dass er fast mit beliebig großer Geschwindigkeit erstens seine Zeile und zweitens ein vorgeschriebenes Rechteck Zeile für Zeile durchläuft. Es entsteht auf dem Leuchtschirm schließlich eine gleichmäßig leuchtend erscheinende Fläche, die aber in Wirklichkeit aus einzelnen, zeitlich nacheinander aufleuchtenden Punkten zusammengesetzt ist. Da sich der Kathodenstrahl nicht nur ablenken, sondern durch ein elektrisches Signal auch hinsichtlich seiner Stärke sozusagen beliebig schnell verändern lässt, ist es möglich, die einzelnen Punkte verschieden hell aufleuchten zu lassen. Steuert nun das elektrische Fernsehsignal die Stärke des Kathodenstrahles, so entsteht auf dem Schirm das Fernsehempfangsbild. Nun kommt die dritte bedeutsame Aufgabe der Fernsehgroßprojektoren, nämlich das Bild mit den in Kinotheatern üblichen Lichtströmen bis zu 10.000 Lumen auf die Leinwand zu werfen. Die naheliegende Lösung, das selbstleuchtende Bild des Fluoreszenzschirmes zu projizieren, befriedigt nicht, denn auch der hellste Fluoreszenzschirm vermag nur einen Projektionslichtstrom von 300 Lumen zu erzeugen. Hier steht die Technik vor einer letzten, aber entscheidenden Schwierigkeit, dem Lichtmangel der Fernsehgroßprojektion. Seit einigen Jahren beschäftigt sich ein Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich unter anderem mit dem Problem der Fernsehgroßprojektion. Es liegt ein Erfindungsgedanke vor, welcher von einer Equipe der Abteilung für industrielle Forschung des Institutes für technische Physik verfolgt wird. Auch das AFIF-Verfahren macht von einem Kathodenstrahl Gebrauch. Ausgehend von der Glühkathode, konzentriert durch die elektronenoptische Linse, abgelenkt durch magnetische Felder, fällt der Kathodenstrahl aber nicht mehr auf einen Fluoreszenzschirm, sondern auf einen durchsichtig metallisierten Glasteller, auf welchem sich eine dünne Schicht einer durchsichtigen, zähen Flüssigkeit, Eidophor genannt, befindet. Wie der Sand einer bewegten Sanduhr in einer Rinne, so bleiben die Elektronen des Kathodenstrahles längs jeder Zeile auf der Oberfläche des Eidophors liegen. Die Rinne wird gleichmäßig mit Sand gefüllt. Die Eidophor-Oberfläche wird gleichmäßig elektrisch aufgeladen. Anders ist es, wenn Signale eintreffen. Das ankommende Fernsehsignal erfährt vorerst eine wichtige Umformung. Es steuert nämlich vermittelst einer sogenannten Modulationsschaltung eine Hochfrequenzspannung, die mehr als 6 Millionen Schwingungen pro Sekunde ausführt und gelangt dann zu Ablenkplatten, welche den Namen Pilgerschrittkondensator führen. Hier verändern rasch wechselnde elektrische Kraftfelder die Schreibgeschwindigkeit des Kathodenstrahles. Ähnlich der Sandablagerung bei ungleichförmig bewegter Sanduhr lässt der Kathodenstrahl je nach der Zeit seines Verweilens eine Aufladung entstehen, deren Stärke innerhalb nadelöhrkleinen Bezirken merkliche Veränderungen aufweist.
Es treten elektrostatische Kräfte auf. Dass solche Kräfte Bewegungen hervorrufen können, stellt schon dieser Knabe mit seinem durch Reibung aufgeladenen Glasstab fest. Die Eidophor-Oberfläche deformiert sich. Wie das Elektroskop erkennen lässt, ist die Eidophor-Flüssigkeit schwach leitend, sodass die Aufladung und damit die Größe der elektrostatischen Kräfte schon während des Deformationsvorganges abnehmen. Der Deformation wirken Oberflächenkräfte entgegen. Sie glätten den Eidophor. Die Deformation entsteht und vergeht verhältnismäßig langsam. Die Bewegung erstreckt sich über eine 25. Sekunde, obschon der Kathodenstrahl jeweils nur während einer 400.000 mal kürzeren Zeit im nadelöhrkleinen Bezirk verweilt. Was heißt 400.000 mal kürzer? Eine Minute ist rund 400.000 mal kürzer als ein Jahr. Zu diesem grundlegenden Vorgang zeigen wir ein Experiment und schießen mit dem Flobert auf eine an einem gedämpften Pendel befestigte Zielscheibe. Obschon die Wirkung eines Schusses extrem kurzzeitig ist, setzt sich doch das Pendel nach jedem Schuss langsam in Bewegung und kehrt dann wieder in die Ruhelage zurück. An der Pendelachse ist eine mit Wasser gefüllte Glaskuvette befestigt, die nach jedem Schuss sich langsam neigt und dann wieder waagrecht wird. Es entsteht und vergeht ein Flüssigkeitskeil, der im Großen zeigt, was beim Eidophor im Kleinen stattfindet. Das Experiment geht weiter. Das Lichtbündel einer Bogenlampe durchsetzt den bewegten Wasserkeil. Das Licht wird mehr oder weniger gebrochen und dadurch mehr oder weniger abgeblendet. Wie beim Experiment der Wasserkeil, so steuert jeder der 500.000 winzig kleinen Eidophor-Flüssigkeitskeile den ihm zufallenden Teil des Lichtstromes einer großen Bogenlampe in einer gemeinsamen optischen Anordnung. Wir sehen, wie der Lichtstrom einer Bogenlampe über Hohlspiegel, Planspiegel und ein erstes Objektiv den Eidophor durchleuchtet. Ein zweites Objektiv bildet den Eidophor via zweiten Planspiegel auf der Kinoleinwand ab. Von ganz besonderer Bedeutung ist ein Spaltgitter, von welchem das erste Objektiv in der Nähe des zweiten Objektives ein Bild entwirft. Hier wird das sogenannte Barrengitter eingesetzt, welches bei ebenem Eidophor den ganzen Lichtstrom abblendet. Diesen Zustand zeigen wir in einem Experiment auf der optischen Bank. In der Tat, die Leinwand bleibt dunkel. Anders ist es, wenn der Eidophor deformiert ist. Wir ersetzen den Eidophor durch eine durchsichtige, aber oberflächlich deformierte Gelatineschicht und sind nicht wenig erstaunt, dass auf der Leinwand ein Bild erscheint. Ein Bild, welches beim Entfernen des Barrengitters auf eine sonderbare Weise verschwindet. Wie das starre Gelatinerelief das ruhende Bild erzeugt, so lassen die fortwährend wechselnden Eidophor-Deformationen das bewegte Bild entstehen. Die im Fernsehsignal enthaltenen Helligkeitsmerkmale
werden nach Bildpunkten Zeile für Zeile geordnet auf den Eidophor übertragen. Dort werden sie während einer 25-Sekunde, also für die volle Dauer eines Bildes, mehr oder weniger festgehalten, das heißt an Ort Deformationen und damit die Aufhellungen entstehen und vergehen in verschiedenen Zeilen zu verschiedenen Zeiten. Die Zeitlupe zeigt die für das Auge rasch verlaufenden Aufhellungsvorgänge sehr stark verlangsamt und gibt dadurch Aufschluss über den hohen Grad der Speicherung. Sie lässt zwar einen wandernden Schatten erkennen, dessen Ausmaß und Stärke aber als gering zu bezeichnen sind. Es handelt sich um ein sogenanntes Vollspeicherverfahren. In der Art der Speicherung liegt das Wesentliche des Erfindungsgedankens. Er ermöglicht die Fernsehgroßprojektion mit den in Kinotheatern üblichen großen Lichtströmen. Der Eidophor macht es, die bildspendende Flüssigkeit. Wie Edison gesagt hat, bedeutet ein Erfindungsgedanke 1% Inspiration und dessen Verwirklichung 99% Transpiration. Umfangreiche theoretische Vorarbeiten liefern das Fundament des Arbeitsprogrammes. Ein Tabellenwerk mit den Daten zur Auswahl der Eidophorflüssigkeit wird ausgearbeitet. Die Literatur wird nach geeigneten Substanzen und Zusätzen durchstöbert. Chemische Präparate werden beschafft oder im Werkstofflaboratorium hergestellt. Besondere Hochvakuum-Destillationsapparaturen zur Reinigung werden gebaut und in Betrieb genommen. Spezialeinrichtungen dienen der Messung des Dampfdruckes, der Zähigkeit und der Leitfähigkeit von Substanzen und Substanzgemischen. Es werden die optischen Eigenschaften wie Brechungsvermögen und spektrale Durchsichtigkeit bestimmt. Die Präparate werden dem Aufprall der Elektronen ausgesetzt und im Mikroskop untersucht. Eidophorflüssigkeiten, bei welchen feste Bestandteile entstanden sind, werden ausgeschieden. Aufgrund von Messungen im elektrolytischen Druck entwerfen Physiker die Kathodenstrahlröhre. Die Glühkathode wird ausprobiert. Ein erstes Versuchsrohr wird hergestellt und zur Prüfung bereit gemacht. Das Aufdampfen durchsichtiger Metallschichten auf Glasplatten wird anhand einer Kleinapparatur studiert und eine größere Apparatur zum Bedampfen der Eidophorunterlage wird gebaut und in Betrieb genommen. Einzelteile elektrischer Stromkreise werden ausgemessen. Ingenieure entwerfen die elektrischen Geräte wie Verstärker, Kippschaltungen, Generatoren, Modulatoren, Filter und so weiter. Für Schaltungen spezialisierte Mechaniker stellen die ersten Versuchsapparate her.
Eine Vielzahl von Versuchsberichten wird geschrieben. Die Konstruktion der Hauptapparatur macht Fortschritte. Verschiedene Lösungen werden diskutiert. Die Werkstattarbeit beginnt. Auch auf den Arbeiter kommt es an. Die Zahl der Einzelteile wächst. Gussteile werden vakuumdicht gemacht und auf Dichtsein geprüft. Die Montage der Versuchsapparatur geht ihrer Vollendung entgegen. Wir sehen die Kathodenstrahlröhre und dann die konstruktive Lösung für die Eidophor-Unterlage. Die Glasplatte dreht sich langsam und die Eidophor-Flüssigkeit wird mit besonderen Schöpfmechanismen dauernd erneuert. Sie wird mit einem präzisen Lineal immer wieder glatt gestrichen. Wir sehen im Weiteren die Bogenlampe mit Hohlspiegel. Das Licht gelangt durch den Lichtschacht und das erste Objektiv in das Vakuumgefäß. Es durchtritt den Eidophor, verlässt den luftleeren Raum und setzt seinen Weg durch das zweite Objektiv nach der Leinwand fort. Bevor die Apparatur betriebsklar ist, bedarf sie wichtiger Ergänzungen. Hier wird beispielsweise das sogenannte Wandergitter eingesetzt. Das Hochvakuumgefäß wird geschlossen und durch Vakuumpumpen luftleer gemacht. Erst jetzt kann die endgültige Eidophor-Flüssigkeit eingefüllt werden. Sie wird mit Kolbenpumpen eingeschleust und der Entgasungsanlage zugeführt. Durch Erwärmen und Rühren werden die absorbierten Gase ausgetrieben. Endlich, nach jahrelanger, mühevoller Arbeit, ist die Großprojektionsanlage zur ersten Prüfung bereit. Wie wird wohl das Bild auf der Leinwand aussehen? Zunächst große Enttäuschung. Die durchsichtige Metallschicht hat mikroskopisch feine Risse. Die elektrischen Schaltungen zeigen noch Unzulänglichkeiten, die beseitigt werden müssen. Unbeständige Gerinnsel der Eidophor-Substanz werden vom Lineal festgehalten und machen sich störend bemerkbar. Die Betriebssicherheit ist ungenügend. Hier ist beispielsweise das Stahlband des Eidophor-Antriebes zerrissen. Erneut steht große Arbeit bevor. Überlegungen und Berechnungen werden überprüft. Die Laboratoriumsversuche werden ergänzt und messtechnisch ausgebaut. Die Flüssigkeit wird verbessert. Die Schaltungen werden überholt. Auch für das Hochvakuum gereinigte Einzelteile
der Hauptapparatur werden ausgewechselt. In wenigen Monaten sind die gröbsten Störungen so weit beseitigt, dass es möglich ist, das Zusammenspiel der vielen Einzelprozesse einer systematischen Prüfung zu unterziehen. Einzelprozesse, die am Sendeort mit der Bildzerlegung durch den Filmabtaster anfangen und am Empfangsort mit der Bildzusammensetzung durch den Großprojektor enden. Ein Spielfilm durchläuft den Fernsehfilmabtaster und der Großprojektor wirft das elektrisch übertragene Bild lichtstark auf die Leinwand. Ein Fernsehgroßbild, welches einen erfreulichen experimentellen Nachweis erbringt. Es wird nämlich erstmals die Richtigkeit von Voraussetzungen und Überlegungen bestätigt, auf denen die ganze jahrelange Entwicklungsarbeit aufgebaut worden ist. Das Fernsehgroßbild weist allerdings im Vergleich zum heutigen vollendeten Filmbild noch viele Mängel auf. Entscheidend ist aber die Tatsache, dass die Forschungsequipe keine Fehler festgestellt hat, die grundsätzlicher Art sind und nicht behoben werden können. Nun der Ton zum Bild. Schwer, Premier, Ihre Ruhe haben nicht. Deshalb wollen wir Sie heute nicht anstrengen, sondern Ihr sogar noch etwas bieten. Und zwar aus Tradition, selbstverständlich, etwas aus der Fledermaus. Betätigen eines Drehknopfes sind wir in der Lage, die Pilgerschrittspannung zu vergrößern und dadurch die Aufzeichnung zu übersteuern. Ein interessantes Experiment. Besonders schätzt, dann wird nicht lange protestiert, dann bin ich nicht verletzt. Ich gehe nur schleunigst aus dem Haus und suche mir ein Quartier, aus dem mich keiner wirft hinaus und lad dann ein zu mir. Wem dann mein Trank nicht konveniert, der ist ein armer Tropf. Dem werf ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werf ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das wohl tu? Warum ich das wohl tu? Sie ist mal bei mir so sitte, chacun son goût. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, ach, was sagst du jetzt? Was nicht zu ändern ist. Ich weiß ein großes Vogelhaus, es ist nicht weit von hier. Manch Vogel flattert dort hinaus und findet kein Quartier. Drum lade ich Sie ganz höflichst ein, Verehrteste, ich bitte, hier nun mein werter Gast zu sein, hier nun mein werter Gast zu sein, Verehrteste, ich bitte spazieren's gefälligst mit. Lustig, rolle nicht. Schwesterlein, wollen alle wir sein, stimmt.
Laboratoriumsversuch ist als Erlebnis zu bewerten, denn die Erwartungen der Forschungsequipe sind in Erfüllung gegangen. Der Eidophor, die bildspendende Flüssigkeit, erzeugt das erste Vollspeicher-Fernseh-Großbild der Welt. Die Einführung des Kinofernsehens wird aber aus verschiedenen Gründen noch eine Reihe von Jahren auf sich warten lassen. Das Fernsehgroßbild ist noch nicht kinoreif und überdies bedingen die erforderlichen großen Umstellungen im Kinowesen aller Länder eine gründliche Abklärung der technischen, der wirtschaftlichen und der organisatorischen Probleme. Beim Kinofernsehen liegen die Verhältnisse ähnlich wie seinerzeit beim Tonfilm. Ohne Großlautsprecher gäbe es keinen Tonfilm und ohne Fernseh-Großprojektor ist kein Kinofernsehen denkbar. Diesmal ist auch eine schweizerische Forschungsequipe an der Arbeit. Sie kann es sein, dank einer großzügigen Förderung durch die Behörden und die Industrie. Den materiellen Einsatz hat also jeder Schweizer, sei es indirekt als Steuerzahler oder direkt als zusätzlicher Spender, mit ermöglicht. Förderungen dieser Art stehen im Zeichen einer klug bemessenen volkswirtschaftlichen Planung. Forschung von heute bringt Arbeit für morgen.